Bibi, die Pferdefreundin. So, wir haben gerade Bilder gemacht. Sehr richtig, Freunde. Ne? Autogramme gibt es irgendwann. Muss man ein paar Autogrammkarten besorgen, aber hier können wir. Oh, da können wir nicht rein. So ein braver Vierklässler. Bisschen näher noch? Ah. Okay, die Macht von denen erhöht sich auch immer mehr. So, das ist jetzt mal tatsächlich die Frage, was man damit machen kann. Hey, willst du Nacktfoto? Was von deiner Mom sehen? Wer will, wer mag, wer hat noch nicht? Okay, das... Was ist los? Hast du dich eingeschissen? Geh mal Windeln wechseln. Entspann dich erstmal. Du kriegst dir erstmal einen schönen Furzomat ins Gesicht. Hey, willst du Nacktfotos von deiner Mom sehen? Hey, den Rand, Mann. Zu eh nicht. So, ich habe vergessen, das Team zu wechseln. Wer will zuerst? Jetzt setzt was. So. Ziemlich cooler Move. Ganz genau. Wen infiziere ich jetzt? Einmal reinstecken und weiter. Was so Peitsche? Also vermutlich kriegt dann jetzt erstmal der Kuhn alles ab, aber das passt schon. Der TP. Ja! Lass unseren Freund in Ruhe, du Fiesling! Achso. Warte. Machen wir jetzt. Ups, falsch. 1, 2, Diabetes! 1, 2, Diabetes. Dass ich diese Leertaste nicht hinkriege, ich denke immer, ich passe genau richtig ab. Ich bin jetzt dran! Dein Zug gehört jetzt in Friends. Richtig. Wer ist das nächste Ziel meiner grenzenlosen Wut? Lass dich da von deinem Freund passieren. Das packst du schon! So, was kann ich denn jetzt hier mal machen? Ich kann ja jetzt mal... Nee, dann bleiben wir bei der rohen Gewalt. Und lassen den Rest eine Ulti erledigen. Juckreiz für alle! Brauchen noch ein bisschen. Ist jetzt eigentlich blöd mit Karten, wenn das der da steht. Ich geh mal da drüben hin. Friss uns weg! Im Ernst, wenn ich noch einen Schluck nehme, plötzlich! Das ist für Scrambles, ihr Bastarde! Jetzt habe ich nämlich alle im Blick. Lassen wir ihn mal bluten. Erzähl einfach, du hast dich beim Manscaping geschnitten. Nehmt eure Medizin, Zwerge! So, dafür haben wir jetzt Ulti. Ohne zu zocken, ich glaube sogar Scott Malkinson hat sie, ne? Es gibt kein Entkommen vor Captain Diabetes! Okay, schlechte Position, schlechte Position. Dann müssen wir da durch. Nimm da! Wie packen wir ihn? Für Viertklässler seid ihr echt zähe Brocken. Entschuldigung, ich muss in den Ballon pissen. Ja, passt schon. Viertklässler versohlen, geile Sache! Voll machen! Okay, wollen sie beide machen? Ich kann aber meine Ulti mal reinhauen. Und dich müssen wir uns auch noch vornehmen. Ja. Können diese Krallen nicht tiefer schneiden?
Saft, gib mir Kraft! Wer ist denn jetzt dran? Achso, das habe ich gerade so gar nicht gesehen. Gut. Dann kümmern wir uns mal um den Freund da. Diabetes! Das hat ihm die Puste geraubt. Ich weiß das. Wie jeder Moskito kann ich Kohlendioxid orten. So, der nippet ja jetzt ab, ne? Noch ein Feind fällt durch die Macht von Cool and Friends. Ja. Was? Sechstklässler können nicht sterben. Wir sind unsterblich. Das werden wir ja sehen. Oh, genau, nimm das, du kleiner Sechsklässler, du! Ich mach euch nass, ihr kleinen Sechsgeburten. Geplatzte Pissbombe. Gefahrengut. 9-mal. So, wir nähern uns auch schon dem 4. Heldenrang und damit kriegen wir auch wieder einen Artefaktplatz. Das ist gut, das ist gut. So, so ein Rad. Zack. Sind kein Reifen mehr. Na, du? Wessen Haus ist das? Hier habe ich, glaube ich, einmal so einen kleinen Jungen gerettet, ne? Dann habe ich das Haus, glaube ich, auch schon ausgeräumt. Scheinbar nicht. Ich bin mir echt nicht sicher, wessen Haus das gerade ist. Ein Kuhlkuchen. Hier ist nicht mal ein Fernseher, hier ist ein blöder Obstteller. Das sind wir die richtigen zu Hause. Was für ein Langweiler sind wir? Mr. Mackey oder? Kleid? Nee, wie hieß er nochmal? Den weiß ich gerade nicht. Sexy Robot? Ein Fußball. Das könnte echt mein Zimmer sein. So, Schulbericht und jetzt hier haben wir den Dings einschalten, das ist gut. Können wir den da oben runterschießen? Nope, nope, nope. Gut. Buch von Wundersler, schon Footballkarten. Das ist hier also die 0815-Familie. Auf dessen Klo ich auf jeden Fall ein abseilen möchte. Selbstverständlich. Oh yeah. Hier ist sonst, glaube ich, auch nichts zu holen mehr, ne? Lass ihn noch aus. Erstmal wieder ihn absengeln. So, das ist einer der ganz einfachen hier. Und nur noch abschütteln. Fluptiwutsch, ich sehe gerade, ich habe noch ich habe noch ein bisschen Make-up drauf. Das müssen wir ändern. Das müssen wir direkt ändern. Hier, und zwar bei sowas wie Basis-Make-up. Nee, Akzent-Make-up, ja. Ich möchte bitte kein Akzent-Make-up mehr. Was können wir denn craften? Artefakte craften macht tatsächlich am meisten Spaß und ist auch am effektivsten mit. So, ab Rang 11 kriegen wir den ab 80. Das ist gar nicht so kacke. Aber dann stellen wir doch mal erstmal andere Sachen vor. Vielleicht ist das auch das, was wir bei Bibi anziehen müssen. So, das ein Macaroni-Bild machen wir mal. Ich will es jetzt mal bis Stufe 11 ausreizen. So, Burritos können wir wieder en masse machen. Bring leider auch nur einen. So, und was bringt hier Gegengift? Wiederbeleben. Also, das Gegengift haben wir tatsächlich noch nicht einmal genutzt. So, wir können aber auch mehrere machen. Das bringt uns 6, 6, 6, 6, 4, 4, 4. So, wir müssen eins von den beiden hier oben machen. Machen wir mal Götze der... Was kann der noch? Status-Effekt, Schaden, Ultimative. So. Schaffen wir das noch? 23 Punkte brauchen... Ne, wir brauchen 3 Punkte. Ja, dann machen wir noch einen so ein. So, und jetzt können wir nämlich...
den hier machen? Können wir doch nicht. Wir müssen ein verstecktes Messer noch finden. Gut, passt aber prinzipiell. Aber wir können jetzt den Cyberwolf-Helm machen. Auch okay. Gut, Artefakte. Nix, was uns hilft. Für die ultimative Attacke. So, jetzt sind wir hier raus. Hier haben wir das Gebäude durch. Das ist ja Mosquito, glaube ich, ne? Ich komme nicht auf seinen Namen, wie er eigentlich heißt. Dann kommen wir nochmal hier rein. Ist gesperrt. Kaputte Moskitonase. Er wusste es doch, dass es Mosquito ist. Also keine Drohnen. Das Gebäude kennen wir hier. Bin mir recht sicher. Das. Ich bin aber nicht sicher, wessen das ist. So. So, das war eine kleine Tasche. Arachnix, Anzugrezept. Okay. Und jetzt könnten wir. Aha. Wenn ich jetzt mal das Ding wieder andenke. Und hier jetzt ein Vorzimmer. Ne, das geht nicht, ne? Ist auch Quatsch. Ah. So. Aha. Diabetes? Diabetes, Schmetterschlag! Ja! Ich hab meine Pflicht getan, nun muss ich gehen. Okay. Jetzt muss ich. Was war das? Ach so. Okay, okay, ich weiß schon. Oder weiß ich es nicht? Warte mal. Okay. Weil. Warte mal. Jetzt müssen wir, glaube ich, so machen. Wir müssen ihn jetzt nochmal umschmeißen, dass das Ding nicht brennt. Okay, packen wir es an! So, los geht's! Geht's ab! Zieh weiter, tapferer Krieger! Wir werden uns wiedersehen! Ja. So, und jetzt muss ich es halten. So, und jetzt kann ich es da hinbringen. So, und jetzt kann ich den hier machen. Halleluja. Also da muss ja echt was Dolles hinter sein. Oh, ein 70er Artefakt, tatsächlich. Flöte der Prophezeiung. Na wunderbar. Das können wir uns gleich mal ankieksen. Mhm. So, das ist, glaube ich, nicht mit hier gelistet, sondern da oben. Mehr kritischer Schaden und verbündeten Gesundheit minus 3. Passt. Ist okay. Den nehme ich gern mit. So, jetzt können wir hier zwei Kostüme neu machen. Wir brauchen die ja prinzipiell gar nicht so wirklich, aber am Ende wird es uns wahrscheinlich ein paar Achievements geben. So, dahinter komme ich jetzt immer noch nicht. So, Jimmys Haus. Jimmys Haus, bevor ich es vergesse. Wir wollen zu Jimmys Haus. Ein Haus weiter.
Naturalement gehen wir da weiter. So, vielleicht wird jetzt auch mal das Rätsel mit der Lava gelöst. Da sitzt er. Oh, du bist's wieder. Was geht, Held? Trotz mir bloß nicht ins Gesicht oder so. Hey, Blitzfreak, einer deiner Superkumpel ist hier. Oh, hey, der Kuhn hat gesagt, du sollst die Zeugin befragen. Also los, mach dein Ding. Das Erste, was ich machen werde, ist einen Fuß. Nur zu, frag sie, was du willst. Oh, sehr schlau. Die Schweigebehandlung kann einen Zeugen echt nervös machen. Okay, ich weiß, dass ihr meine Hilfe braucht, aber ich rede erst, wenn ich meine Medizin hab. Deine Medizin? Ja, ich kann ohne meine Medizin nicht klar denken. Du musst den Shit für mich abholen, okay? Bis ihr mir meine Kackmedizin besorgt habt, erzähle ich euch Zwergen einen Scheißdreck. Tja, also gut. Sieht aus, als hättest du noch mehr Arbeit. Aber bevor du losziehst, zeige ich dir was, was dir bei der Verbrecherjagd hilft. Oben in meinem Zimmer, schnell. Okay, kriegen wir das Neues. Da wahrscheinlich okay, mit dem Ding Zeit, zu tun, deine Superkräfte aufzurüsten. Stell dich in den DNA-Fibulator. Fibulator. Ja, bin da. Gut, Wunderarsch. Ich erkläre dir alles. Hohe Schmerzgrenze DNA, Mutantenstärke DNA und übermenschliche Treffgenauigkeit. Geil. Siehst du den Helden-DNS-Slot, den ich dir freigemacht habe? Was du da reinschreibst, wirkt sich stark auf deine Effektivität aus. Effektivität. Wähle etwas, das gut zu deinen Kräften passt. Ein Schadensverstärker kann auch weniger Gesundheit bedeuten und umgekehrt. So wie Steroide deine Eier schrumpfen, angeblich. Also unsere Ulti. Da wir momentan die Attacken haben, werde ich natürlich das nehmen. Was ist das? Das steigert mein Leben ungemein. Also wenn ich Tank werden würde, nehmen wir das natürlich. Jetzt weißt du, wie die wahre Macht anfühlt. Verdammt geile Scheiße. Alles klar, hast du es kapiert? Dann geh da raus und tritt ein paar Leuten in den Arsch. Ja, mach ich. Ich habe jetzt auch gesehen, dass wir ein neues Artefakt haben, oder? Boah, das ist tatsächlich nur die DNA. Okay, gut. Diese Sandattacke war bisher echt am behindertsten, deswegen würde ich die, glaube ich, gerne mal tauschen. Oder gehen wir auf den Brutalinski zurück? Die Ulti bleibt. Das ist sicher, weil das ist ein Umgebungsschaden, da treffe ich echt viele mit. Mit der anderen Ulti, da treffe ich nur den einen. So, durch ihr überschätzte Superkräfte, Schutzkontrolle, Internet, das ist jetzt ja. So, das bringt noch Eis. Ich glaube, wir müssen das. Ich glaube, wir brauchen das. Na, das. So hätte ich das gerne. Nee. Doch, das passt. Doch, das passt. Sehr gut, sehr gut. Ich muss es nur einmal kontrollieren, der Sicherheitshalber, dass wir hier schon einen abgeschossen haben. Das ist korrekt. So. Boah, dich. Was hast du denn da an? Das geht den Scheiß an. Ich konnte es mir nicht verkneifen. Sie hat gesagt, furze mich nicht an, aber ich musste es tun. Geh zu Medical Fried Chicken. Ach, das ist das Ding, wo wir, wenn wir unter 18 sind, von Lasern beschossen werden. Gut, das machen wir auch. So, oh, warte mal. Bevor ich jetzt was sage. Okay, packen wir es an. Das muss ich jetzt einmal machen. Ich glaube, das sind die Tricks, wie ich aufs Dach komme am Ende.
Bis denn! Siehst du, jetzt kommen wir nämlich hier hinter schon mal. Wir kriegen diese Kiste, das ist glaube ich eine Kuhn-Kiste. Sturmanzug und Sturmhandschuhe. Haben wir gedacht, das ist so. Aber mit der Technik können wir jetzt echt viel machen. Und das wird uns auch bei Medical Fried Chicken helfen. Und zwar machen wir das beim nächsten Mal, Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch nochmal so einen kleinen Daumen nach oben da. Aber nur, wenn ihr wollt. So, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Und viel Spaß für die weitere Zeit. Haut rein, Freunde. Bis dann.